Mezillemilieu. Guten Abend, euer Ehren aus Ost und West. Guten Abend im Widerstandsnest. Eine Kellerassel begrüßt Sie hier mit gregorianischem Gequassel. Guten Abend, Girls und Boys. Hier begrüßt Sie der Tersites vom Lützowplatz. Das Ungeheuer von Loch Neuss. Lieben Freunde, lieben Feinde, ihr könnt euch freuen. Dies ist eine Weltpremiere. Neues Deutschland besteht aus Zweien. Zwei Komiker aus zwei Staaten wollen sie traurig und lachen machen. Hier der Beweis, Wolf Biermann, Liedermacher aus der DDR, zu Besuch bei Spaßmacher Neuss. Ich will gleich mal so fragen, könnte man nicht die Todesstrafe einführen, beziehungsweise ausführen für Leute, diese vorschlagen? Ein Skandal ist anzukreiden. Einer im Rentenalter aus Magdeburg will nicht in den Westen, kann die Verwandten sowieso nicht leiden. Die Mauer bleibt stehen bis Himmelfahrt, die Queen aus England muss sie noch sehen. Ach ihr Armen, das Wetter war trübe. Biermann hat mich den ganzen Tag unterwandert, dem Herbert Wehner zuliebe. Hurra! Neuss, der kapitalistische Pauker, Biermann, der kommunistische Troubadour, der proletarische Poet. Und der bürgerliche Trommler, mal sehen, ob's geht. Fröhliche Ostern, fröhliche Western. Merkt's euch und hört Wolf Biermann zu Besuch bei Pauken Neuss.